ein paar Zöllner und Onto, was auch immer ein Onto ist. Ah ja, das ist Onto. Da kommen sie schon. Los, Onto, schnapp sie dir. Was? Vorgrim, du wirfst gleich mal Onto um. Nein, so war's falsch. Und verpasst ihm einen Wuchtschlag. Erst einmal Onto loswerden, das ist am wichtigsten. Deswegen kriegt Onto jetzt auch gleich einen Kugelblitz für mit. Ihr seid Ratten vom Obertollmann. Was ist denn das für ein halber Oger? Der Kerl ist doch viel zu tump, um uns aufzuhalten. Das ist doch lächerlich. Das war jetzt nicht wirklich viel Schaden, was mein Kugelblitz angerichtet hat. Ich glaube, mein Fulminictus hat da gerade mehr Schaden gemacht. Angriff! Vorgrim, zwei Wuchtschläge hinterher, Fyris wieder ein Doppelschuss und ich nochmal einen Fulminictus. Auch wenn es nur eine halbe Ogerportion ist, ernst nehmen sollte man ihn trotzdem. Fyris, heil mal Vorgrim. Ich einen gezielten Schuss auf den Oger. Okay, so viel zum Vorgrim. Etwas zurück. Ich hätte mich gleich etwas zurückfallen lassen sollen. Und die Schützen, die. Weiche! Machen viel zu viel Schaden. Ich hoffe mal, das wird noch was. Fyris soll sich mal selber heilen. Ah ja, noch ein Fulminictus. Noch zwei Lebensenergie hat er. Ja. Das dürfte sich gerade so auslaufen. Nein, ich renne nicht gleich wieder in den Kampf. Verrückt bin ich nicht. Was hat Onto denn dabei? 15 Rattenschwänze. Ein Brett mit Nägeln. Wolfsrattenschwänze. Ja, super. Der war wirklich Rattenfänger. Jetzt erstmal hoch. Also, Balsam auf mich. Ja, noch ein bisschen meine AE regenerieren und die Lebensenergie. Da müssen wir die drei Bogenschützen loswerden. So, das dürfte reichen. Erstmal den da. Was? So, dann gleich mal wieder aus dem Schussfeld vor den anderen beiden. Zum Glück sind das drei Fernkämpfer. Ohne Vorgrim hätte ich gegen Nahkämpfer wahrscheinlich kaum eine Chance. Gleich mal einen gezielten Schuss auf den Söldner und einen Doppelpfeil auf ihn. Und noch einen Fulminictus hinter. Obwohl den Fulminictus, den wäre. Naja, jetzt ist es schon zu spät. Jetzt ist nur noch der eine übrig. Jetzt zieht der Schuss. Noch einmal von ihr. So. Der kann fast nichts eigentlich. Kriegt er noch einen gezielten Schuss. Und da müssen wir Vorgrim heilen. So. Jetzt will er mit uns reden. Was will er uns sagen, dass er ein Riesenidiot ist oder will er uns noch mehr drohen? Aber erstmal Vorgrim verarzten. So. Und dann plündern wir erstmal deine Leute aus, die uns hier angegriffen haben.
Lustigerweise haben fast alle Zöllnerverbände bei sich. Also, okay. Ja, was fasst du uns zusammen? Ihr seid wirklich beharrlich. Vielleicht ist es an der Zeit, mit euch zu verhandeln. Jetzt wird er auf einmal vernünftig, nachdem wir wahrscheinlich fast seine gesamte Zöllnermannschaft vernichtet haben. Oder auch nur, na okay, Vorgrim ist einfach gestorben und wir mussten zweimal neu laden. Lassen wir das mal. Also, verhandeln wir. Ihr Mordbuben wollt verhandeln? Macht das Tor auf! Dann könnt ihr mit meiner Axt verhandeln! Und Vorgrim ist ja auch gleich schon mal sehr diplomatisch. Obwohl ich das gerne sehen würde, wie er mit seiner Axt verhandelt. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich werde das Tor nur öffnen, wenn ihr versprecht, mir ruhig in den nächsten Hof zu folgen. Dort können wir die Angelegenheit klären. Also von hier aus sieht dieser Hof ziemlich offen aus. Also das ist eigentlich perfekt für einen Hinterhalt, weil wir keine Deckung haben. Ich weiß nicht. Kein Stück, das sage ich dir. Aber wenn er uns dafür das Tor aufmacht, bin ich bereit, in seine Falle zu tappen. Ich eigentlich nicht so wirklich, aber... Haben wir den Werk? Nein. Eure Verhandlungen waren zunächst, wie ich sehe, ob eure Männer nicht noch etwas Nützliches bei sich trugen. Ja, wir deklarieren öffentlich unsere Leichenplünderung vor ihm. Das macht ihn ja nicht noch sauerer, als er schon ist. Nein, wir gehen und verhandeln. Sehr gut. Folgt mir auf den Exerzierplatz. Der Kommandant kommt auch gleich. Alles wird gut werden. Na, da bin ich mal gespannt. So, du Hund. Sprich, bevor ich dafür sorge, dass du in Eisen gelegt wirst. Was wird hier gespielt? Ach, jetzt will Vorgrim auf einmal nur noch in Eisen legen. Gerade eben wollte er ihm noch den Kopf spalten. Ein wirklich perfides Spiel. Drei Trottel folgen mir in den Hof zu ihrer eigenen Hinrichtung. Mir ist irgendwie die Lust zum Reden vergangen. Du nennst uns Trottel. Du hast deine gesamte Kohorte auf uns gehetzt und alle verloren. Wenn, dann bist du der Trottel. Was? Ich wusste, du würdest uns verraten. Es ist doch immer wieder schön, wenn man von einem Verräter nicht enttäuscht wird. Ja, Vorgrims Logik. Ja, lassen wir das mal so stehen. Also, wir haben zwei Methoden zur Auswahl, die etwas... Ja, nehmen wir die untere. Ihr solltet es euch noch einmal überlegen, sonst wird Vorgrim die Sache mit der Axt regeln. So von Zwergkämpfer zu Zwergkämpfer. Jawohl! Halte dein Versprechen zu verhandeln! Oder ich setze dir ein Ende, du Oberzöllner! Gut. Hahaha, ihr verkennt die Lage. Seht euch um, ihr sitzt in der Falle. Wie ich es mir schon dachte. Ah, da ist Kuano. Ey, Schleicher, hilf mir mal. Das läuft trotzdem ja ganz toll. Haltet den Kerl auf. Du kurzsichtiger Zwerg. Wie soll ich dir helfen, wenn die mich hier festnageln? Auch für euch hier unten habe ich noch eine Überraschung. Was kommt jetzt? Noch ein Oger? Was zur Hölle? Kurzer, das könnte funktionieren. Okay, rekonstruieren wir gerade, was passiert ist. Wir sind in die Falle getappt. Kuano wollte uns helfen kommen, aber dank Vorgrims tollem Ausruf sind jetzt alle auf ihn aufmerksam. Und der Feind hat einen verdammten Panzer, wenn man das so nennen kann. Ein Mittelalterpanzer.
Das wird lustig. Aber wie man schon in der Zwischensequenz gesehen hat, wissen wir, was zu tun ist. Wir müssen diese Holztürme hier im Innenhof zerdeppern. Also zerdeppern lassen von dem Panzer. Und zwar alle 6, die noch stehen. Zielt auf den Zwerg! Welchen Zwerg? Spann! Ich sitze hier fest! Ihr müsst mir diese Bogenschützen vom Hals schaffen! Was? Spann! Dort lang! Ja? Schießt! Daneben, Felgra! Zielt auf die Elfe! Oh je. Ei. Ja. Ei. Spann! Das wird jetzt lustig. Schießt. Aua. Zielt auf den Zwerg! Habt ihr wohl eins eurer Türmchen erwischt? Nur weiter so! Na? Spannt! Schießt! Und wieder vorbei, ihr Stümper! Spannt! Dann mache ich meine Heilung. Schießt. Ja. Aber jetzt hat's Vorgrimm. Auf die Elfe! Verleitet sie weiter, auf die Türme zu schießen! Los, spann endlich! Ah ja, jetzt wird auf mich, auf Fyris gezielt wieder. Spannt! Schießt! Ich komme hier nicht weiter! Kümmert euch um die Bogenschützen! Ja, gut, wieder! Schafft uns ruhig weiter die Bogenschützen vom Hals! Spannt! Schießt! Daneben, Felgra! Los, beeilt euch! Spannt! Schießt! So, jetzt steht nur noch ein Turm. Schafft uns ruhig weiter die Bogenschützen vom Hals. Spannt! Ja? Schießt! Ja, gut. So, das war der letzte. Spannt! Schon wieder! Schafft uns ruhig weiter die Bogenschützen vom Hals. Das müsste jetzt der letzte Bogenschützenturm gewesen sein. Das müsste Quano eigentlich vorwärts kommen. Spannt! Ei? Schießt! Daneben, Felgra! Der will... Die wissen schon gar nicht mehr, wo sie hinschießen sollen. Schießt! Boom. Daneben, Felgra! Wo schießen die überhaupt hin? Na, wirklich gut schießen können sie nicht. Boom. Und Quano hat uns gerettet. Yeah. Seit an Seit im Kampf. So ist es recht. Nun, Bruder, ich hatte nie Zweifel, dass du weißt, wo dein Platz ist. Er meint jetzt wohl damit mich. Naja. Ich habe ja schon in meiner Vergangenheit, bevor ich Geode werde, sehr oft gekämpft. Also an Kampferfahrung mangelt es mir eigentlich nicht. Beziehungsweise ich bin nur ein bisschen eingerostet im Kämpfen und muss erst wieder ein bisschen reinkommen. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, ohne Quano hätten wir in der Falle gesessen. Wenn du ihn nicht magst, warum ziehst du dann mit ihm herum? Nun, Ardo meinte, dass so ein Schattenkriecher manchmal ganz nützlich sein könnte. Vielleicht hat er sogar recht. Ich kann diesen Langfinger trotzdem nicht ausstehen. Ardo hat wirklich recht. Quano hat uns gerade eben sozusagen den Arsch gerettet. Aber gut, Vorgrim ist Vorgrim. Vorgrim hat seinen Stolz und er ist ein richtiger Dickkopf. Vielleicht lässt das mit der Zeit nach. Er wollte sich an unseren Sachen vergreifen. Statt ihn zu bestrafen, ließ Ardo ihn schwören, uns bei der Suche nach einer Diebin namens Mora zu helfen. Da hat ein zu weiches Herz, der Gute. Okay, ich kann mir vorstellen, dass Vorgrim Quano deswegen windelweich prügeln wollte. Aber das ist trotzdem interessant, was uns Vorgrim da erzählt. Eine Diebin namens Mora. Wir finden immer mehr heraus über die Probleme, die die drei haben.